Moin Freunde, was geht und willkommen zu einer Reaction zur vierten Folge von Star Wars The Bad Batch. Ein neuer Ansatz. Ich denke mal, ich werde diese Reaction erst hochgeladen haben, wenn die Reviews für die ersten drei Folgen da sind, die wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer ausgefallen sein dürften. Anders geht es nicht. Und ich würde sagen, es gibt nichts zu sagen. Wir gehen rein. Ein neuer Ansatz. Wir bleiben wohl bei Omega und Crosshair. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe mal, das Niveau geht so weiter. Ich habe das Gefühl, es wäre hier auch eigentlich fast besser gewesen zu bingen. Wenn man einfach direkt hier weitermacht und es direkt intensitätsmäßig hoch Level 10 ist, so. Okay, welcher Planet ist das? Kennen wir ihn oder kennen wir ihn nicht? Nicht zufällig der, wo Dooku... Alter, was ist eine fette Explosion. Nicht zufällig der, wo Dooku, Anakin und Obi-Wan abgestürzt sind? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber ich feiere es, dass wir jetzt hier einen neuen Begleiter haben mit dem Hund. Ich freue mich auf die Dynamik zwischen den beiden zusammen. Wir müssen hier weg. Ein paar Klicks östlich müsste ein Raumhafen sein. Omega kocht ihn noch weich. Mich sieht da so aus, als wenn er sie gleich schlagen würde. Es ist Omega gelungen, aus dieser Einrichtung und von diesem Planeten zu entkommen. Zusammen mit CT9904. Zum ersten Mal sieht man, dass eine Kaminoanerin sitzt, gefühlt. Okay, sie sitzen direkt in der Einflugszene in Episode 2, aber irgendwie sieht das trotzdem hier komisch aus. Genau wie der junge Klon selbst. Sind da gefühlt Noten von Palpatine-Theme im Hintergrund zu hören, oder bilde ich mir das ein? Positivbefunde sind zu erwarten. Ich hoffe, er rastet einmal wirklich aus. Weil, wie gesagt, das wirkt richtig so, als wenn das in diesem Charakter drinne wäre. Hey, das war ein cooles neues Design für den Tekatro-Plan hier mit dem integrierten Mantel. Auf eine sehr schön beliebte Stadt. Mit vielen Menschen wieder. Viel mitzunehmen war deine Idee. Hör nicht auf ihn. Das geht in so die Anfänge von Mando und Grogu irgendwie ein bisschen. Wie Crosshair drauf ist. Also er kann sich da nicht gegen wehren. Er wird da immer mehr Sympathien auch für das Vieh bekommen. Und fühlt sich wie gemein am Vieh zu sagen zu ihm. Alter, es gibt mir irgendwie solche Schlacht von Hoth-Vibes, warum auch immer, das Outfit von Omega. Junge, was trägt Crosshair da? Einfach eine Cappy. Der Planet kommt mir bekannt vor, als hätten wir ihn schon mal irgendwo gehabt. War es vielleicht in Rebels? Wo sie so eine Zwischenbasis haben? Und was? Ich merke, wie suggeriert wird, dass es kalt ist, alleine wegen dem Atem schon wieder, dass der Aufwand betrieben wird. Sagen wir, Alternativenmöglichkeit der Abreise ohne Identifikationscode wissen. An, wie ist das sehr komisch, Omega bei so etwas zuzusehen. Versuchst du anzudeuten, dass ich mich etwa bestechen lassen sollte? Ist das Vieh? So nennen wollen? Der Sprechmonster ist voll wie Vieh. Das Sprechmuster, falls ich Monster gesagt habe. Ich weiß nicht wieso. Doch, das ist doch Viehs Stimme. Oder bin ich dumm? Hä? Das klingt nicht nach meinem Problem. Auch wie sie jetzt den macht. Zurück, wenn ihr das Geld habt. Ja, also ich weiß nicht, direkt, vielleicht nicht direkt die Stimme, aber die Art und Weise, wie die Sprecherin hier die Figur spricht. Sophie, die sich einfach untergeschlichen hat, um irgendwas zu bekommen oder so. Ich glaube, ich kenne einen Weg zum schnellen Geld. Ah, Glücksspiel. Okay, aber da ist Omega gut drin. In so gewissen Spielen. Ich weiß nicht, ist das der Typ aus der Minenfolge, wo der ihr Schiff gestohlen hat? Vorübergehenden Wohlstandstransfer. Und was ist unser Wettbewerb? Vorübergehender Wohlstandstransfer. Was zur Hölle? Nasche. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Ich würde es versuchen. Ich verliere schon wieder. Willst du nochmal spielen? Was ist er denn für einer? Ich habe noch nie einen etwas besser gebauten Imperialen im Clone Wars Design gesehen. Er will mitspielen. So wie er den Credit hier schon durch die Finger gleiten lässt, wie Jack Sparrow, nachdem er revealed hat, dass er auch gerade unsterblich ist und was geklaut hat. Du sitzt auf meinem Platz. Oh nein. Ja, es ist bestimmt krasser als sie. Oder sie macht ihn wütend, weil sie gewinnt. Shuttle sieht aus wie eins von unseren. Und ja, da sind sie auf sie aufmerksam geworden. Wie er versteht. Viel zu cool. Oder sie? Hab ich schon wieder vergessen. Und dein Vater. Ganz offenbar steuert der Captain auf einen Sieg zu.
Und Omega wird gewinnen. Zugeben, schlecht bist du nicht. Das Spiel ist aus. Aus, aus, das Spiel ist aus. Omega ist Sabak-Weltmeister. Tja, so läuft das hier nicht, Omega. Gut gespielt. Ich würde es fast cooler finden, wenn er jetzt einfach nicht mehr vorkommt und einfach seine Niederlage akzeptiert hat. Das würde ich richtig cool finden, irgendwie. Aber er wird bestimmt noch so einen nehmt ihr das Geld wieder Abruf machen. Glücksspiel ist bei uns illegal. Oh. Ah, ist nur ein Teil von dem, was sie gewonnen haben, scheinbar. Hervorragend. Macht mir ja keinen Ärger. Trotzdem noch halbwegs ehrenhaft. Muss man ja sagen. Wo ist Badger? Oh, der Junge. Suchst du nach diesem Hund? Weißt du, wo sie hin ist? Allerdings. Das kostet aber. Die Antwort wird dich was kosten. Ich habe langsam genug. Schon gut. 5000. Das kann man machen. Das ist mein letztes Wort. Ich liebe diese Kombi. Truppen haben das Tier mitgenommen. Und oh, doch nicht so ein Ehrenmann. Hat mich gefreut, Geschäfte mit euch zu machen. Und Crosshair wird ihr zu Hilfe kommen. Das wird so das Ding der Folge sein. Ach, schön. Ich finde es schön, wie konstant diese aus dem Boden gestampften Basen aussehen. Das sieht genauso aus eigentlich wie die Basis auf Seluka mal. Meine Ticken. Sehr schön. Wir machen's auf deine Art. Dass man es auch so offensichtlich macht und nicht so ein, er kommt in der letzten Sekunde im Moment draus macht. Je mehr sie bonden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Crosshair stirbt. Warte mal kurz, habe ich da gerade richtig gehört? War da ein Pork-Sound bei? Ich meine, da war ein Pork-Sound-Design bei. Einfach Tierhandel beim Imperium. Befreien. Übertreib's nicht. Ich sehe schon alle durch die Stadt laufen. Dachte ich mir doch, dass ihr euren Vierbeiner suchen würdet. Ach man. Unglücklicherweise haben wir hier in Lau sehr strikte Regelungen für Haustiere. Das ist dann, macht dann 30.000 Kredits. Und wie viel ist es diesmal? Gebt mir doch einfach all mein Geld zurück. Ach man, ich hatte Hoffnung in ihn. Ah, und er weiß alles. Etwa euer abgestürztes Shuttle würde nicht auffallen? Suchen wir es auf deine Art. Na endlich. Sehr schön. Let's go. Oh man, alles so mit Motion Blur voll. Ich will die Kreaturen sehen. Da einfach Gallimimusse. Wie viele Tiere sind da drin, dass da so Massen nachkommen? Egal. Oh, was kommt da jetzt raus? Oh mein Gott! Ein Ratar? War das ein Ratar? Werden wir gleich rausfinden. Wie bei Chain Up. Leck, geil. Naja, am Ende ein Schiffsupgrade. Ach, Musik ist auch wieder voll da. Und Hemlock kommt an. All unsere Agenten, könnte das vielleicht ein Inquisitor auch werden? Auch wenn die dafür gar nicht da sind? Wobei, existieren die schon? Ja doch, tun sie. Ich finde es schön, wie viel Omega für Crosshair gerade macht. In seinem Kopf. Ah, ist das auf Ryloth der Mond? Wo sie die Übergabe da mit Hera gemacht hatten? Oder bin ich dumm? Ja, ein Twist kommt doch jetzt am Ende der Folge. Es wurde abgefangen oder irgendwas. Es werden nicht Hunter und Wrecker sein. Cat Bane? Tut es gut, dich zu sehen. LOL! Das hatte ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob mir das zu früh ist, aber es ist schön. So eine Folge mehr Suche von ihnen hätte ich noch gut gefunden. Wir haben die Suche nie aufgegeben. Und die werden jetzt schon sinnvoll nutzen, die anderen zu erfolgen. Ich hatte Hilfe. Jetzt steht er da so wie Obi-Wan in Episode 3.
Das wird spannend. Und Ende der Folge, ich rieche es doch. Ja. Eine weitere gute Folge, die dritte Staffel hat wirklich einen Lauf, wo ich allerdings noch nicht so ganz sicher bin, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen schnell ging, dass wir jetzt hier wieder zusammengekommen sind in der Gruppe, aber ich denke mal, dass wir noch genug erzählen wollen, dass man das einfach machen musste. Das werden wir sehen und dann gibt es noch etwas ausführlicher Meinungen in den Reviews und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.